Hallo! Tschüss, mein Freund. Alter, die sind hier ja überall. Schnambulieren. My dear sister, I don't know if I have the strength. Du hast so viel. Oh, da ist noch jemand, der Hilfe braucht. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Nix. Ich will helfen. Alles gut? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Xun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Bitte, gern geschehen. Gibt's denn hier noch irgendwas, was ich... Carnage. Is Father Whittaker's disciple. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Eieiei, wie sieht das denn hier aus? Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Ach Scheiße. Ach guck, der geht nach draußen, nach oben. Der Blutspur folgen. Also gut, folgen wir der Blutspur. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Oh. Ein Tagebuch. 12. Oktober. Pfarrer Whittaker ist so rechtschaffen wie voller Mitgefühl und Liebe für die Leidenden. Seine Worte sind alles, was diese Stadt braucht. Heute Abend habe ich ihm all mein Gut, Hab und Gut gegeben. Meine Kraft, mein Glauben, mein Vermögen. Und falls das nicht reicht, weiß ich, wo ich mehr auftreiben kann. 17. Oktober. Pfarrer Whittaker und ich haben ein verlassenes Haus in der Nähe von St. Mary's aufgesucht. Es war ein schrecklicher und übelriechender Ort. Ratten versuchten den letzten Bewohnern der baufälligen Wohnung die Räume streitig zu machen. Die meisten von ihnen waren krank. Abgrundtief schreckliche Gerüche. Im obersten Stock fand Pfarrer Whittaker einen alten Mann, der auf einer schmutzigen Matratze lag und Blut in einer Holzschüssel spuckte. Pfarrer Whittaker kniete vor ihm nieder und betete lange. Dem Mann schien es besser zu gehen. Dann begleiteten wir ihn gemeinsam ins Licht. Ich weinte damals und weine auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen, denn noch nie habe ich eine Seele gesehen, die so erleichtert war, endlich erlöst zu werden. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Er soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein. Doch ich wünsche mir, ebenso viele Seelen retten zu können wie er, denn es ist ein wahres Privileg, Zeuge solcher Wunder zu werden. 19. Oktober. Heute Nacht waren wir in den Hurenhäusern am Kanal. Ich muss zugeben, ich hatte große Angst, Jezebel über den Weg zu laufen, aber die Gebäude waren schon lange verlassen. Pfarrer Whittaker erklärte, dass Huren die Infektion anderer anziehen, ihre Kunden es aber schnell mit der Angst zu tun bekommen, wenn das Wort Krankheit fällt.
Im letzten Bordell stießen wir auf zwei kranke Frauen, die sich in sündiger Weise unter schmutzigen Decken die Schlafstätte teilten. Wieder war der Gestank furchtbar. Ehe Pfarrer Whittaker niederkniete, um für diese beiden verlorenen Seelen zu beten, erklärte er, dies sei der Geruch des Satans und der Krankheit. Die Frauen waren so gebrechlich und krank, dass sie sich nicht bewegen konnten, als ich das Benzin auf die Decken schüttete. Nun sind ihre Seelen geläutert und gereinigt. 21. Oktober. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen heiligen Mann verhöhnt. Er verdient mehr Hilfe und Unterstützung. Aber wie alle wahren Propheten ist er allein. Er bedarf mehr Unterstützung seiner Anhänger. Er braucht Liebe und Liebesbeweise. Morgen gehe ich zurück zum Friedhof und grab weitere Reichtümer für ihn aus. Die Toten haben eh keine Verwendung für weltliche Dinge. Aber Pfarrer Whittaker und ich müssen schließlich etwas essen. Ja, das ist halt auch immer so fraglich, ne? 27. Oktober. Heute Nacht war es zum ersten Mal an mir, die Runde zu bestimmen. Ich entschied mich, dorthin zurückzukehren, wo wir vor 10 Tagen waren, um nachzusehen, ob noch mehr Seelen befreit werden müssten. Pfarrer Whittaker befürwortete meine Entscheidung, denn wie er erklärte, sei das Werk des guten Mannes niemals vollendet und der Satan schlafe nie. Außerdem sagte er, dass er mir vielleicht bald wichtigere Missionen und Aufgaben anvertraut, wenn ich weiter so viel Eifer zeige. Ich kann es kaum erwarten. Heute Nacht wurden 3 weitere Seelen von aller Verderbnis gereinigt. Er soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein, doch ich wage zu sagen, dass wir auf dem Weg zu wahrer Herrlichkeit sind. Ja, indem man lebende Menschen bei lebendigem Leibe verbrennt oder was? Das ist toll, weißt du, vor allem diese 2 Mädels, die da zu gebrechlich waren, um sich zu wehren und zu krank waren, um sich zu wehren. Ach, kippt mal einfach Benzin drüber und zünden es an, egal ob die noch leben oder nicht. Oh, sowas finde ich immer sehr fragwürdig. Oh, puh, erstmal was trinken. Hallo? Jetzt. Tobias Whittaker. Oh, hier sind Ratten. Komm mal her. I have this thirst for blood. So, hier haben wir das. Jetzt können wir eigentlich zur Beerdigung unserer Schwester. Au! Alter, hier ist alles voll von denen. Knie nieder. Der droppt nichts. Aber da ist was. Na? Da ist auch noch was. Den hab ich gar nicht gesehen. Dass der da auf einmal hinten dran stand. So was. Wie unwirsch. Au! Hey, du Drecksack! Was soll das? Ich glaube, es hackt hier. Mensch, 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 Mensch. Ich muss weiter nach oben. Oh, dieses Leuchten, wo da die Blümchen angeleuchtet werden oder so, das ist manchmal sehr irritierend. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Hä, das ist ja schön, dass ich da irgendwie ganz woanders hin muss. Ja, schön. Das ist mal wieder so ein Moment, wo einfach keine Sau weiß, wie er da hochkommen soll. Okay.
Ich muss irgendwo zwischendurch. Das ist mal wieder so ein Moment, wo ich mir echt so eine Minimap wünsche auf der Karte, weil immer ständig stehen bleiben. Weil ich muss hier ständig stehen bleiben und auf die Karte gucken, ob ich noch richtig bin. Das ist voll blöd. Ja, okay, da bin ich richtig. Jetzt muss ich da durch. Ich meine, ich kann auf jeden Fall eine Karte lesen. So doof bin ich nur auch nicht. Aber ich muss natürlich auch erstmal checken, wo ich rumlaufen muss. Okay, das stimmt. Jetzt müsste ich hier um die Ecke. Und da dann hoch. Ich meine, sicherlich ist es Normalität. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Ja. Einen höchst unauffälligen Platz. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends, loved ones I cherished.
pray for Mary's forgiveness, if you must. You may be right. Of course. I've stared upon this world for centuries, and time has taught me to deal with guilt, if not erase it. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Also ist die gute Frau schon Jahrhunderte tatsächlich alt. Das ist krass. Okay, dann gehen wir mal beichten und hoffen, dass das kein Fehler ist. Nicht weit von hier, weil sie 200 Meter entfernt ist, nicht weit weg. Ist alles nicht weit weg. So, ich denke... Oh, da kommen schon wieder welche. Da ist die gute Frau schon Jahrhunderte alt. Jahrhunderte. Kann ich da was kaputt schlagen? Ja, sehr gut. Wer weiß, vielleicht ist hier mal irgendwo was drin. Bezweifle ich zwar, aber man weiß ja nie. And off to church he goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Der sieht gefährlich aus. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Ich möchte mir es mit dem nicht verderben. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Hilfe! Hä? Ein Reverend? This man stung me with his face. His crucifix. This is not good news. Hä? Was wie? Der Mann konnte mich lähmen mit seinem Kruzifix und seinen Gedanken. Der kam doch noch nicht mal dazu. Aber ich schätze mal, das sollte so eine Art. Aua! Das sollte so eine Art neuer Feind, schätze ich mal, werden. Ja klar, macht's noch schwerer. Wieso nicht? Ich hab's ja noch nicht schwer genug, weil ich hier nicht töten möchte. Ich hab's hier ja noch nicht schwer genug. Also als Ruf. Ja, ja, super. Hier wollte ich auch hin. Ich muss unbedingt meine EP verteilen. Unbedingt. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal.
There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your champion. For I can be as silent as stone.